Interplay. Delphine Software. Ja, ja. Out of this world. Mhm. Moin, Kinders. Und willkommen zu Out of this World. Für den fucking Super Nintendo. Dieses Spiel. Ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. From the Diary of Lester Knight J. Kim. I am taking... Ja, mit dieser Sauerstrip wollt ihr gar nicht anfangen. Damit kriegt ihr mich nicht. So, wir starten mal. Ich habe gestern schon ein bisschen gespielt. Um mich auf diesen Schrecken vorzubereiten. Ich weiß nicht, was ich von dem Game halten soll. Es fängt auch gleich einfach so ohne Kontext an. Ja, boom. Und dann müsst ihr halt A drücken die ganze Zeit. Und wenn ihr das nicht tut, tödödöd, werdet ihr von irgendwas im Wasser gecatcht. Ja, und das war's auch schon. Möglichkeit 1 zu sterben. Gott, in diesem Spiel kann man so oft sterben. Also ich bin froh, dass ich es gestern schon ein bisschen angespielt habe, weil sonst hätte ich heute euch sehr genervt. So, ich bin da raus. Und was ihr jetzt im Endeffekt machen müsst, ich hoffe, ich krieg das hin. Das ist so... Ne, warte mal. Nee, ich warte. Ich muss da mit Anlauf. Da muss alles schon, also mit A Anlauf und mit B dann springen. So, das muss genau im richtigen Moment sein, sonst erwischen euch diese Teile und ihr seid sofort tot. Huh. Gut geschafft. So, jetzt kommt der große Dicke vom Anfang. Ja. Und jetzt heißt es laufen. Und zwar die Strecke wieder zurück. Nehme ich zumindest an. Also, das, was ich vorhab, hat bei mir bisher noch nicht geklappt. So, das packt er sich gleich hin. Das wird mir aber auch keinen allzu großen Vorteil verschaffen. Weil der Typ wieder richtig Meter macht. Bitte. Oh mein Gott, ich hab's geschafft zum allerersten Mal. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das hier während der Aufnahme. So, ich lauf mal lieber weiter. Oh, er kommt mir immer noch hinterher. Oh, jetzt bloß nicht bei denen hier sterben. Fuck, der ist mir voll auf den Fersen. Leg mich doch. Der hat mich gleich. What the fuck? Wer seid ihr? Freunde? Hallo? Oh Gott, sieht das scheiße aus. Ja, genau. Knall mich halt auch einfach ab. Oh, ich bin jetzt in einem Gefängnis. Ich hätte vielleicht die Story am Anfang lesen sollen. Dann hätte ich wenigstens ein Mindestmaß an Kontext gehabt. Hallo? Was bist du denn? Was ist das? Ja, passiert hier noch was? Oh, wir sind in so einem Käfig. Und da ist auch schon... Hä? Ich habe gerade seine Hosen ausgezogen. Was ist da gerade passiert? Ich habe absolut keine Worte dafür. Achso, warte, ich kann ein bisschen hin und her schaukeln. Mit dem... Ich war nur gerade so auf ihn fixiert. Also, hab ich so richtig, hat er seine Hosen ausgezogen und da in das Ding reingeworfen? Oh, was hat er jetzt gesagt? Boom. So, wir sind frei. Hallo, Freund. Sogar mit Sprachausgabe, die ich zwar kaum verstehen kann, aber okay. Ja, und da bin ich schon wieder tot. Also normalerweise schon im ersten Akt, den wir gerade gespielt haben, wäre ich wahrscheinlich tausendmal gestorben. Oh, sag jetzt bitte nicht, dass ich das nochmal machen muss. Ach so, nee, er wirft nur seine Kutte da rein. Nee, weil er seine Beine nahm, sahen nämlich so unbekleidet aus auf einmal. Und dann gehe ich davon aus, dass er seine Hose da reingeschmissen hat. Dachte mir schon so, what the fuck, einfach mal. Gut, diesmal waren wir ein bisschen schneller. Hä? Ja. Sehe ich genauso. Ich kann auch nicht so hoch springen. Kann ich denn wenigstens mich ducken? Ich kann mich echt ducken. Oh, verdammt. Vielleicht hätte ich dann zurücklaufen müssen. Oh mein Gott. Warum nehme ich das überhaupt auf? Das ist so wie eins von den Rage Games, die es heutzutage gibt. Nur damals waren die Spiele tatsächlich so, ohne halt die Intention zu haben, dich wütend zu machen.
wollte gerade sagen, wir waren doch schon längst drüber. Also es gab gerade so bei den NES-Spielen halt sehr viele Games, die wirklich berüchtigt dafür sind, dass sie einfach super schwer sind. Und du, das ist ein relativ frühes SNES-Spiel. Anfang der 90er war das ja, glaube ich. Von daher. Ach komm, er läuft aber auch einfach weg, ne? Fuck, fuck. Wo sollen wir jetzt hin? Was soll ich jetzt machen? Warte mal, das, was da unten liegt. War das vielleicht eine Waffe? Weil das war, also nicht, dass man das so super gut erkennen kann mit dieser richtig geilen Grafik, aber. Jude, Jude. Das war, glaube ich, echt eine Waffe. Kann ich die aufsammeln? Das wäre ja voll praktisch. Aber wie sammle ich die auf? Ah, okay. Das ist doch gut. An meinen Arsch schieße ich. Hä? Oh, er kommt wieder zurück. Was? Oh mein Gott. Warum tut ihr mir das an? Das ist doch unschön. Bis zum geht nicht mehr. Das macht auch relativ wenig Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass ich das immer wieder machen muss. Okay, seine Waffe ist weg. Ich weiß. Ich weiß, mein Freund. Aber ich finde diese Cutscenes in Anführungszeichen. Ich habe ja einige noch nicht gesehen von denen. Sind. Ah, jetzt haben wir es doch. Okay. Ich wette, es wird nicht leichter. What the fuck, ey. Komm schon, komm schon, komm schon. Warte mal, er hat so eine Mauer vor sich gemacht. Kann ich das vielleicht auch machen mit irgendeinem anderen Knopf? Gott, ey, ich glaube, es gibt kaum ein Spiel, das mehr Trial and Error ist als das hier. Richtig ätzend einfach nur. Aber wisst ihr, was das Schlimme ist? Das Spiel sieht irgendwie voll cool aus, finde ich. Also ich würde es wirklich richtig gern mögen. Ich gebe mir wirklich beste Mühe, es zu mögen, aber irgendwie ist mir das zu schwer. Vor allem, weil ich auch zu den Menschen gehöre, die sich sagen, ein Spiel wird für mich nicht dadurch interessanter, dass es schwieriger ist, so. Ah. Warte mal, wie war das denn jetzt noch? Damit kann ich, aber wenn ich gedrückt halte vielleicht, kann ich tatsächlich so eine Wand machen. Das ist ja voll praktisch. So, dann gehen wir mal weiter. So, da kommt gleich dieser Typ. So, ich mache hier meine Wand. Warte, ich muss hier rausschießen. Holy fuck. Meine Mauer ist weg. Nein! Oh Gott. Kackmiste. Das regt ja einfach mal richtig auf. Ja, wieder hin und her schaukeln. Das kann einfach nicht wahr sein. Warum ist das auch so kackschwierig, ey? Ich muss ja sagen, es gibt Spiele, bei denen ist es relativ nervtötend, dass man einfach so ohne Kontext da reingeschmissen wird. Also gerade so bei den alten Games ist das ja manchmal schon der Fall. Bei dem Game finde ich es aber relativ atmosphärisch. Mal ganz abgesehen davon, dass man theoretisch auch eine Story wohl bekommt, wenn man sich die auch mal anhören würde. So, machen wir nochmal hier eine Mauer. Das hat ja gerade eben ganz gut geklappt. So, dann muss ich mich da anstellen, dass ich da auch rausschießen kann. Ich könnte auch so eine zweite Mauer machen, ne?
Warum hat er eigentlich nicht die Waffe aufgenommen? Er ist bestimmt klüger als ich. Oder kannst du zumindest besser mit einer Waffe umgehen? So, warte mal, das machen wir jetzt gleich so. So, ich mache jetzt einfach nur Mauern. Weil es sieht aus, als würde er irgendwie einen Code oder so eingeben. Ah, tot. Perfekt. Ich mache trotzdem lieber nochmal eine Mauer hin. So. Für den Fall, dass wir noch Besuch kriegen. Ah, siehst du mal? Da wäre es nämlich schon wieder losgegangen. Boah, ich weiß nicht, was ich wieder hier irgendwo fällen werde. Hallo? Ich mach mal lieber auch hier eine Mauer hin. Ah, okay, ich muss nach oben drücken, dann fahren wir auch nach oben. Ja, aber ist das hier überhaupt richtig? Da ist ein Fenster zumindest. Okay, da passiert was. Sieht auch gar nicht schlecht aus. Man müsste aber bedenken, der Super Nintendo hatte schon seine technischen Limitierungen. Und ich meine, dieses Spiel, wie alt ist das? Das ist schon über 20 Jahre alt, ne? Also ich finde, dafür sieht es ziemlich cool aus. Okay, was hat uns jetzt gebracht? Ich weiß es nicht. Aber wir können bestimmt auch runterfahren, ne? Aha! Warte, nee. 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 Hier wollen wir hin. Aber ich werde da gleich wieder abkacken. Das ist richtig dumm. Ah. Ja, ja. Vor allem der Typ sieht doch wieder richtig nach. Achso, die Tür ist zu. Schwupp. Gut, hier geht's also nicht weiter. Oh, warte mal. Vielleicht muss ich auf meinen Kollegen warten. Ups. Bisschen wobbelige Steuerung. Keine Ahnung, wofür ich den brauche. So, hier müsste es jetzt aber weitergehen. Oh mein Gott, ich hab keine Worte dafür. Ey. Wirklich, in mir ist gerade echt so eine Atombombe explodiert, so mitten in mir drin. Ich bin gerade richtig wütend, ey. Das ist doch nicht deren Ernst, ey. Weißt du, du kämpfst dich da durch. Ja, ich weiß. Durch diese ganze Scheiße beachtest jede kleine Kacke, damit du auch bloß nicht wieder failst und dann gehst du durch die Tür und wirst sofort gekillt. Das können die einfach nicht ernst meinen, ne? So, stirb. Ich bin sauer. Alles Arschlöcher. Wir probieren das aber nochmal. So. Ja gut, muss dazu sagen, wenn man weiß, wie es geht, ist es nicht so super schwierig. Kannst du mal die Tür aufmachen, please? Oh. Das hätte ja noch böse enden können. Weißt du was, gegen dich kämpfe ich jetzt nicht. Das ist mir zu doof. Ob es wichtig ist, dass ich oben nochmal nachschaue? Ach, weißt du was, das können wir dann auch immer noch machen, wenn es soweit ist. Okay, er läuft weg. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich will halt nicht sterben, ey. Oder ich lasse ihn vielleicht vorgehen, dass er zuerst abgeschossen wird. In der Zeit kann ich dann einen Schutzschild machen. Im Ernst jetzt? Ja gut, damit beende ich das Ganze auch. Das war Out of this World. Ja, der Spaß, den man dabei hat, ist auch nicht von dieser Welt.
Gott, war das Kacke. Ich hoffe, ihr fandet es trotzdem lustig. Ist ein sehr ungewöhnlicher Titel. Auch nicht allzu bekannt. Wahrscheinlich, weil er halt sehr merkwürdig ist. Aber wenn ihr halt auf die ultimative Herausforderung steht, bitteschön, bitte, holt es euch. Es wird euch mit Sicherheit gefallen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns auch nächstes Mal wieder bei Retro Flask oder einem meiner anderen richtig coolen Videos. Danke, danke, auf Wiedersehen.